sind wir. Mega. In guten und schlechten Zeiten, ja, das sind wir. Wir stehen und fallen zusammen, was auch passiert. Was auch passiert. Ihr Leben in Netten. Was gibt's heute? Kartoffelspalten? Pommes? Ja, Pommes. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Mal wieder. Ja, endlich. Ja, was ist das eigentlich vor uns hier? Ein kleiner Flohmarkt? Wollen wir da mal vorbeischauen? Du, voll gern. Was gibt's denn hier Tolle? Och nein, der Schuh des Manitou. Nein. Und ist da was Schönes bei für dich? Du, ich finde die ganz klasse. Nee, aber... Och, das sind ja tolle Treter. Entschuldigung, gibt's da... Krieg ich Rabatt? Wir zeigen euch jetzt mal deutsche Flohmärkte, also wie unserer Meinung nach. Und dann nochmal so, wenn wir zum Beispiel in Italien auf dem Markt waren, okay? Ja. Hallo, oh, schönen Stand, den Sie hier haben. Hallo, danke. Wie viel kosten die? Die liegen, das müsste eigentlich auch da unterstehen. Habe ich letzte Nacht noch alles beschriftet. Nee, sehe ich jetzt nicht. Dann waren das, glaube ich, ja, ich glaube 20 Euro. Kann man da vielleicht was machen? Nee, eigentlich nicht. Und... nicht vielleicht 15? Nein. Das sind zum Beispiel hier 30 Euro pro Prosciutto. Prosciutto? Ja. Das, weil ist das, das ist mit die Farbe. Schinken? Ja, so, Schinkenfarbe. Ah, okay, okay, ich verstehe. Das ist mir ein bisschen zu teuer, ehrlich gesagt. Ja, dann gehen Sie auch. Okay. Das ist mir egal, ne? Gut. Schönen Tag noch. Ja. Du kommst jetzt als deutsche Touristin nach Italien. Auf den Markt Taverna di Bato. Hallo, ciao, ciao. Ciao. Gucke diese Schuhe, ganz neu, ganz schön. Ja, schön. Gucke diese Schuhe, so für die junge Frau. Ja, das ist nicht meine Größe. Ah, doch, ist deine Größe. Nee, pass, pass. One size. Ja? Ja. Kann ich den mal überziehen? Si, si. Passt. Pass. Nee, ist glaube ich ein bisschen zu... Nein, drei Nummern größer, immer besser diese. Ja, quanto questo? Come quanto questo? Wie viel kostet? Ah, aber ja. Weil du bist eine Freundin jetzt. Sagen Sie wir... Sie wissen gar nicht meinen Namen. Giovannina. Nee? 330 Euro. Nee, das ist ein bisschen teuer. No! Made in Italia! Ganz in Leder, ganz gut. Vielleicht 250. Ah! 270. Vielleicht komme ich später noch. No, no, warte, 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 warte. Bleibst du hier, meine Freunde. Von, wo bist du? Deutschland? Deutschland, ja. Okay. Wo genau? Bayern. Bayern! Mitte Oktoberfest. Diese? Okay. Ja. 255. Nee, das ist immer noch ein bisschen. Ma! Okay, 250. Okay. 250. Gebelli, gebelli. Machst du jetzt die Kartoffelspalten auf? Ja, willst du mal probieren? Ja, gern. Mirelle und ich vergleichen jetzt Zeugnisse aus der 10. Klasse. Ich war 10b. Ich war 10d. Bei uns war 10b die krasse Klasse, wo alle so normal waren. 10a waren die Opfer. Und 10c waren so die, irgendwie, die sich cool gefühlt haben, aber nicht cool waren. Und D, Digga, wo, was ist D? D wie dämlich! Schauen wir jetzt, ob du dämlich warst. Mein erstes ist Deutsch. Okay, meins auch. Komm, wollen wir gleichzeitig sagen? Ja, dachte ich auch, da verstehe ich es locker okay, nicht. Ja. Egal, oder? Ja. 1, 2, 3, 1. Oha, eine 1. Ja, frag mich los. Frag mich Artikel ab. Bett. Der. Noch mehr los. Die Tafel. Die. Tinnitus. Der. Lampe. Die. Wand. Band. Wandfarbe. Okay, zweites Mathe. 3. Was? Du hast eine 1 in Mathe. Das ist das einzige, ja. Da habe ich viel geschleimt. Was hast du so gemacht, was ich nicht gemacht habe? Geschleimt? Ja, wie? So, hey, Herr Lehrer. Wissen Sie was, ich habe da mal eine Frage. Ich habe ja eine 5 in der Arbeit geschrieben, aber ich mag Ihre Hose total. Und genau, tut mir leid, da bin ich kurz abgewichen. Die ist echt toll. Woher haben Sie die? Ja, okay. Ja, kaufe ich mir auch. Vielleicht kann ich meinem Partner noch gehen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war die Arbeit ja nicht so gut. Ja, Mirelle, aber weil du so freundlich bist, ich merke, dass deine soziale Ader. Ich drück noch mal ein Auge zu. Du kriegst eine 1. Wirklich ja, jetzt? Ja, krass. Ich habe das meiner Lehrerin nie gesagt, dass sie eine tolle Hose hat. Ja, was ich mal versuchen soll. Das ist der Fehler. Ne? Ja, also falls ihr eine 1 in Mathe wollt, sagt eurem Lehrer, dass er eine tolle Hose hat. Englisch. Wollen wir das auf Englisch sagen? Ja. 1, 2, 3, 2. Oh my God! Twins! Ich hatte bestimmt 40 Mal in meinem Leben in Englisch Perspektiven. Frog Perspective, Vogel Perspective. Nee, andersrum. Also wir haben nie richtig gut Englisch so mal geredet. Wir machen echt viel. Ja? Wir reden über Technology und ja, erzähl mal was. Nee, keine Ahnung, ich verstehe es nicht mehr auf Deutsch. Echt?
Was hast du bei dir Naturwissenschaften? Ja, Biologie, Chemie, Physik. Okay, weil bei mir ist nicht aufgeteilt, bei mir ist 1. Sag mal alle 3 bei dir. Bio 1, Chemie 1, Physik 3. Bei mir ist alles zusammen eine 2. Gut, da so ein Mittelding von mir. Chemie hast du eine 1 gehabt? Ja, weil Chemie kannst du ja auch, du hast das ja alles vor Ort. Ja. Ich sag mal, hier nimmst du ein Molekül, da nimmst du O2, da nimmst du H2. Und guckst, was passiert. Und guckst einfach mal, ja, was passiert. Das ist eine gute Idee für die Arbeit. Mirelle, was machst du da? Ich hab's gleich. Warte, kann ich kurz das Fenster aufmachen? Ich brauch ein bisschen O2. Kunst. Kunst? 1. 2. Ja, ich bin kreativer als du, das weiß ich schon immer. Du, mein Lehrer hat mich scheiße behördet, sag ich dir, wie es ist. Ich hab so tolle Bilder gemalt. Echt? Kannst du eins zeigen? Hast du eins hier? Ich hab weggeschmissen. So toll waren sie dann auch wieder nicht. Ah, okay, ja, verstehe. Wir können ja mal zusammen ein Bild deuten. Ich guck mal nach. Cassius Bounce für Bounce. Oh, hast du es gehört? Ja. Bounce. Ja, crazy. Das ist cool, wenn man erkältet ist. Hat dann so einen richtigen Groove, so einen richtigen Raucher. Ja, ja. Hast du eins? Ja, das haben wir doch damals zusammen gemalt. Ah, stimmt, das haben wir Mutter geschenkt. So, nimm es ab und ja, stell es bitte zur Schau. Ich glaube, ich möchte eine Sache vorweg sagen. Oh, Batscho, stopp! Verwechselt! Wenn das Mutter sieht, geh vom Teppich. Batscho. Geh vom Teppich. Oh Gott, du stehst mit dem halben Fuß in der Hölle. So, was ich sagen wollte, viele definieren Kunst als das, nicht ich, als das. Malereien, aber ganz natürliche Sachen wie Kerzenwachs sind auch Kunst. Natürlich. Viele vergessen das. Ja, total. Deine Zähne sind auch Kunst. Hallo, wir haben uns hier versammelt zu unserer ersten Galerieausstellung in Kaiserslautern. Das ist unser Gemälde. Ich bin Ronja und das ist Kanya. Wir sind Rokanya. In diesem Bild, was, also... Also, wenn ich mir da... Kann ich kurz... Ja, fang du an. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, du findest den Faden nicht. Und das war auch das Thema von unserem Bild. Wo ist der Faden? Genau. Deswegen, wir sind dem Ganzen auf die Suche gegangen. Haben hier oben angefangen. Genau. Es gibt viele verschiedene Anfänge im Leben. Einige beginnen mit der Sonne. Einige mit... Auch einer Sonne. Hier in der Ecke. Mhm. Da, das ist... Nee, weiß ich auch nicht. Conja, was hast du da gemalt? Die haben wir uns vermalt. Wie im Leben. Im Leben passieren einem auch Fehler. Aber wenn man dann das große Ganze betrachtet, dann sieht ein Fehler gar nicht mehr so schlimm aus. Genau. Und jetzt im Nachhinein, wenn man mal guckt, ist mir ganz lustig gerade aufgefallen. Ja. Das sieht aus wie Luftballons. Ja. Aber was hast du noch mal in Kunst? Eine 2. Und ich eine 1. Das haben wir uns beide wohlig verdient. Ja. Sport. Sport. 1. Machen Rampelmann, jetzt sofort. Weltkunde? 2. Echt ähnlich. Latein, das hattest du ja nicht. Ich glaube, du hast Sprachen. Das hat es nicht so entwickelt. Was hast du in Latein? 2. Ja. Salve. Salve Gonzales Kepares. Wow. Ja. Salute. Das war lustig. Nee, herzlichen Glückwunsch. Zusätzliche Vermerke, hast du sowas? Ich am ganzen Text. Was? Ja, zu mir gab's viel zu sagen. Ja, erzähl, im Schnelldurchlauf. Mira arbeitet stets zielgerichtet, ausdauernd und selbstständig. An den Unterrichtsgesprächen beteiligt sie sich immer aktiv. Mit Durchdacht und weiterführende Beiträge. Sie beherrscht verschiedene methodische Verfahren, bearbeitet Informationen eigenständig und präsentiert ihre Ergebnisse sehr ansprechend. Ja. Sie legt Aufgaben stets zuverlässig, umfangreich und vollständig. Mira entwickelt eigene Ziele und Ideen und zeigt Interesse an neuen Aufgaben. Okay, oh, stopp! Du warst eine ganz. Nee, jetzt kommt das Beste. Ach so, okay, sie ist teamfähig, hilfsbereit, kompromissfähig und hält sich an die Regeln und Absprachen. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe auch ein Vermerk. Ganz einen einzigen Satz. Der sagt aber viel aus. Luisa vertrat die Schule als Schülersprecherin. Bitch! I don't need phrases like you. Wir haben eine tolle Idee. Ja, und auch Langeweile. Mirelle und ich werden jetzt ins Auto einsteigen und einfach mal wohin fahren. Und das lassen wir... Nee, die habe ich dir gegeben. Das lassen wir diese Zettel jetzt entscheiden. Da steht geradeaus, weiter, links und rechts. Nee. Geradeaus, wenden, links und rechts. Genau, und wir schauen mal, wo uns das Ganze hinführt. Ne? Vielleicht wird das größte Abenteuer unseres Lebens. Vielleicht, ja, aber auch nicht. Ja, genau. Wir fahren circa 20 Minuten und dann müssen wir stoppen. Und dann sind wir an unserem Ziel, okay? Okay, starten. Okay, warte, ich muss ja jetzt schon ziehen, ne? Ja, soll ich geradeaus durch mal das Auto durchbrettern oder was? Ja, aber links oder rechts kann ich doch schon mal. Okay. Guck nicht hin, ich guck nicht hin. Ja, nimm doch links. Ich bin so gespannt. Ich auch, wo sonst hin? Was haben wir für Scheiße. Ich zieh schon mal, ja? Ja, du darfst jetzt auch wenden und geradeaus mit reinnehmen, ne?
Wenden. Wir sind einfach 5 Meter von unserem Haus entfernt, müssen wenden. Nee, Mirelle, ich find's beschissen, wie du ziehst. So, Mirelle, wehe, du ziehst jetzt wieder wenden, ich bring dich um. Links. Links? Ja. Geil. Links, hey! Wir fahren gerade einfach im Kreis. So, jetzt bin ich mal gespannt. Entweder links geht's wieder zu unserem Zuhause oder geradeaus. Mal gucken, was wir da. Links zu unserem Zuhause! Rechts. Rechts, geil. Wir fahren zur Hauptstraße. Geradeaus. Ich bin so gespannt. Wir sind einfach schon 9 Minuten jetzt unterwegs. So, mal gucken, wo wir jetzt bei der nächsten Gelegenheit hin müssen. Wenden. Digga, dein Ernst? Recht! Ich war noch nie in diesem Weg drin. Ich bin gespannt. Krass, Leute, wir entdecken hier eine komplett andere Seite. Ja. Oh mein Gott! So, bei der nächsten Gelegenheit jetzt wieder pipapo. Was? Wenden. Nee. Jetzt kann man gleich links oder rechts. Okay, ich zieh schon mal. Oder halt wieder wenden, das wäre scheiße. Ach, wie sind wir? Wenden! Was? Sag jetzt nicht wenden. Ey, ich konnte! Ich habe schon echt viel gesehen hier. So, jetzt links oder rechts, nochmal. Links. Wenden! Nein. Bitte wende nicht. Wir haben jetzt einen Joker, den lösen wir ein. Los nochmal, ja. Geradeaus! Zieh was Kann Feines. Ich wenden bitte rausnehmen? Nein. Wenden. Ja, du darfst wenden rausnehmen. Leute. Mach mal deine beste Navi-Stimme. Bei der nächsten Gelegenheit... Oh, da war meine Nase zu. Bei der nächsten Gelegenheit bitte rechts abbiegen. Bei der nächsten Gelegenheit bitte rechts abbiegen. Oha! Ja, wir erörtern ein neues Kapitel. Ich glaube, das Kapitel hat noch keiner erörtert. Oh, oh ja, das hat garantiert noch keiner erörtert. Oh, Walla, wollen wir wenden wieder mit rein? Ich rutsch Todes weg. Merkst du das? Bitte nicht betreten. Was sind Wölfe? Er kennt das nicht. Alter, Leute, what the fuck? Du, Alter, du saust dein Auto so ein. Das ist eh schon eingesaugt. Nächster Vlog, wir machen das. Schreck in den Mund. Oh mein Gott, wie krass. Oh mein Gott, wie krass. Hast du aufgenommen? Nein, nicht ganz. Krass, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Stör ich. Sieht man dich noch? Oh nee. Ich glaub, wir müssen einfach zurück. Digga, Leute, was ist das? Wieso stand da denn nicht? Hier geht's nicht mehr weiter. 20 Minuten sind um. Wir sind angekommen an unserem Wunschziel. Das dritte Feld von rechts. Wir fahren jetzt mal wieder zurück, ne? Ja, scheiße. Jesu Christi, das hat sich doch gelohnt. Damit sich die Reise aber noch ein bisschen lohnt, gehen wir jetzt noch mal einkaufen, denn wir fahren heute Abend zu meinem Bruder und machen Filmeabend. Wie erst mit Sonntagsknödel. Ich weiß, es ist erst Samstag. Oh, echt? Aber wir könnten doch einfach aber mal... Aber man könnte mal eine Ausnahme machen. Ja. Oh, neue Tasche. Lege in deiner neuen Weintraubentasche einen heißen Auftritt hin. Alter. Luisa, bitte kann ich einen Ingwer zum Naschen heute Abend? Digga, das ist keine Ingwer mehr. Das ist eine Ingwer. Dude, wann weiß man denn, ob die schon gut sind? Ja, klopf mal an, frag mal. Hallo? Filmabend mit der Family. Alter, das ist ja mal richtig. Es schneit gerade. So, wir sind jetzt wieder zurück. Ja, es ist spät, aber es hört sich nice an, oder? Singen wir? Ja. Was ist das für ein Singen? Ja. Nee, das ist... okay. Wir haben jetzt nicht so viel gefilmt, weil wir uns einfach einen schönen Abend mit der Familie gemacht und wir wollten nur Tschüss sagen. Tschüss. Cool.